Oh, hat das gerade gepupst? Gott. Ist das ugly. Na los, komm. Wir müssen für das zweite Versteck müssen wir hier rüber. So, wir kriechen. Lalala. Lalala. Und da haben wir ihn. Den zweiten. Und mal wieder zu Larus kleine Erzählstunde. Mir ist momentan aufgefallen, dass es in letzter Zeit ziemlich starken Anwuchs an LPern gibt. Also ich habe schon allein in den letzten zwei Wochen 10, 20 Kanäle gesehen. Und unglaublich viele haben... Ja, ich habe ihn. Ja, ich würde ihn gerne nicht mehr so oft ansprechen. Ja. Und... Lass mich in Ruhe. Und naja, ich bin echt verwundert, dass es so einen starken Anstieg gibt, was LPR angeht. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil... meine, dann gibt es uns in Übermengen und wir sind nicht mehr nötig. So, und die dritte. Okay. Holen wir sie uns. Hab sie. So, drei von vier Sträuchen gefangen und jetzt fehlt der letzte. Den holen wir uns auch noch. Und der hat ein ganz raffiniertes Versteck. Ein super raffiniertes Versteck. Und zwar, wer mag es glauben? Kann der Typ mich nicht mal in Ruhe lassen? Warte. Da oben. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ich sehe ihn. Wie kriegen wir ihn da bloß runter? Ganz einfach. Oh, lass uns in Ruhe. Wir müssen mit dem Kopf sprichwörtlich gegen den Baum. Den kriegen wir auch noch. Komm, den kriegen wir. Wäre doch gelacht, wenn wir ihn nicht kriegen. Hör auf, mir wegzurennen, du kleiner Strolch. Oh, ey, ich glaub's nicht. Hab ihn. Und ich habe alle vier gefunden. So. Und ich krieg ein Herzteil. Ja, jetzt müssen wir uns bei der Frau Lehrerin entschuldigen. Und das machen wir dann auch mal gleich. Schäbiges Haus. So, da sind wir doch mal wieder. Ach, ich liebe diese Musik. Und wir entschuldigen uns jetzt mal bei der Lehrerin. Oh, tut mir aber leid. Tut mir leid. Und ich krieg dafür einen violetten Rubin. Das gleicht sich doch gleich mit dem gekauften Segel aus. So, damit haben wir alles hier im Portemonnaie erledigt und wir können weiter. Und zwar weiter. Was passiert denn jetzt? Ah, ja, okay. Jetzt erzählen sie über das Geburtstagsgeschenk. Die Madame-Lehrerin hat Geburtstag und die wollen ihr so eine schöne Amulette schenken. Bloß die Amulette kriegt man nur von gefährlichen Monstern. Awesome gefährlichen Monstern. Und ich gehe das jetzt hier Ganze nochmal durch. Das hasst man. Das ist dieser Pokémon-Effekt. Kennt ihr das? Ich meine, diese alten Pokémon-Spiele und man ist extra ganz schnell ins Pokémon-Center gelatscht, hat ganz schnell A gedrückt, um seine Pokémon so schnell wie möglich zu halten. Man hat so schnell gedrückt, damit das so schnell wie möglich vonstatten geht. Und dann auf einmal will das aufhören. Was? Ich will dich gar nicht verstehen. Egal. Will man dann irgendwie aufhören und will raus aus dem Pokémon Center und klickt aus Versehen nochmal auf A und muss das Ganze nochmal von vorne durchlabern. Man kann das nicht abbrechen. Der Trick war dabei, einmal A zu drücken und dann die ganze Zeit B.
Das war der Voll-Mastery-Trick. Oh komm, wir holen uns dieses Schwein. Komm her, Schwein. Ich hab dich. Ich hab ein Schwein. Ich hab ein Schwein. Oh, jetzt habe ich das Schwein ersaufen. Ich hab ein Schwein und ich kann dieses Schwein schmeißen. Komm, wir legen uns mal mit dem Schweinchen an. Vorher speichern wir. Ich traue dem Schwein nämlich nicht. Dich müssen wir doch bekommen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch Schweingeschnitzeltes klappen. Komm, wir machen das Schwein wütend. Komm, damit es gar nicht erst auf die Idee kommt. Wieso kriege ich es nicht hin, dieses Schwein wütend zu machen? Komm her. Komm, wir kriegen dieses Schwein noch wütend. Oh, jetzt ist es wütend. Scheiße. Oh Gott. Fuck, ein wütende... Oh, drei wütende Schweine. Eck hier. Gott. Hilfe. Oh. Wow. Da werden ja gleich alle Schweine wütend. Gott. Das ist grausam. Oh Gott. Ja, ich konnte hier fallen. Okay. Okay. Ist klar. Kein Problem. Das schaffen wir doch, weil wir so awesome sind. Und wir gehen an Bord. Dann rüsten wir uns unser Segel auf. Und ich würde sagen, auf geht's. Der Pfeil zeigt die Windrichtung an und wo wir hin müssen. Und ich würde mal sagen, wuhu, let's fun. Und da sind wir. Wir sind in Draconia. Der ersten wichtigen Insel. Überhaupt. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ja, das ist der Hüter der Insel. Das ist... Daryl? Ich weiß nicht. Wie hieß der? Ach ja. Einen Moment noch. Das ist sowas von unlogisch. Ich bekomme einen Taktstart. Warum? Es hat keinen Sinn. Egal. Wir nehmen uns jetzt einfach diesen Taktstock. So. Der erste Takt. Ein Dreier-Takt. Das ist sowieso immer total toll. Zelda sind immer sehr musikausgelegte Spiele. Also besonders die Musik ist sehr wichtig in Zelda-Games. Und das, finde ich, ist echt ein Stimmungspunkt, der die Serie so gemütlich gemacht hat. Das Prinzip des Taktstocks funktioniert eigentlich ganz einfach. Okay.
Später lernt man halt im Spiel viele Takte und die braucht man andauernd. Okay. So. Okay. Das ist es. Ich habe den Taktstock des Windes bekommen. Was machen wir mit diesem Taktstock? Wir lernen jetzt erstmal ein Stück, damit wir später auch noch spielen können. Weil das ist jetzt ganz wichtig. Auch wenn ich das damit ein bisschen vorne wegnehme, aber ist egal. Spielt sowieso keine Rolle. So. So. Hoch, rechts, links. Was diese merkwürdigen Runen wohl heißen. Das wichtigste Lied in dem Spiel. Gleich zu Anfang. Gelernt. Das Lied des Windes. Damit können wir halt die Windrichtung verändern, was auch sehr wichtig ist für... Wer ist der komische Couch denn? Oh, weia. Meines Zeichen Gottes des Windes. Natürlich bin ich der neue Meister. Windverständnis. Was ist denn Windverständnis? Ein Lüftchen. Ich kann warme Luft zum Stinken bringen. Bin ich dann auch ein Typ, der Windverständnis hat? Ja. Das ist halt der Gott des Windes und er hat noch einen Bruder, der heißt Cyclos, übersetzt natürlich Tornado und er ist ein bisschen angepisst, sagen wir es mal so. Und später muss man ihn halt eben besiegen, um ein bestimmtes Lied zu lernen, was sehr wichtig ist für den späteren Verlauf des Spiels. Das sind aber alles Dinge, die ihr erst später erfahren müsst und ich nehme sie euch alle vorweg. Boah, ich bin so awesome, ich bin so evil. Autsch, das war awesome. So, da ist ein großer Stein. Wie kriegen wir diesen großen Stein weg? Mit einer kleinen Bombe. Wenn wir nicht failen würden beim Treffen. Aber getroffen. Bin gut. Bin richtig gut. Okay, nehmen wir uns mal die Bombe. Und zack. Das hat's jetzt vollgebracht. Na, wenigstens. Bam! How evil wir sind. Gras. Ich will Gras töten. Okay, wir nehmen die Bombe, beeilen uns und werfen sie hier hoch. Und treffen natürlich nicht. Das kommt raus. So. So, damit hätten wir das. Nochmal 10 Rubine. Was machen wir hier? Wir pressen uns an die Wand, weil wir es können. Ganz einfach, weil wir es können. So, gleich sind wir drüben. Und dann dürfen wir nicht failen. Hier müssen wir ganz lang.